Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Freitagabend zu später Stunde, da kann es nur eins geben, was man macht vernünftigerweise. Man schaltet OE24TV ein und sieht sich das Duell zwischen Robert Miesig, schönen guten Abend, und Heimo Leposchitz an. Hallo. Ich freue mich, dass beide Herren den Weg zu uns ins Studio gefunden haben und das aus gutem Grund. Auch heute gibt es wieder eine Vielzahl von Neuinfektionen, 392 an der Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden. Sie merken selbst, die Entwicklungen, die sind bedenklich und erste Experten sprechen jetzt davon, dass wir bereits in der vierten Welle am Anfang drinnen sind und am Anfang stehen. Handlungsbedarf ist groß, dennoch scheint es so, als würde die Politik ein bisschen zu langsam an das Thema herangehen. Alles in allem, wenn man sich zum Beispiel die Bilder anschaut von den Bregenzer Festspielen und deren Eröffnung, wo 1600 Menschen in einem Raum sitzen, inklusive dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten sowie dem Landeshauptmann von Vorarlberg, und keiner in diesem Raum eine Maske trägt. Da fragt man sich dann schon, ob das wirklich der richtige Zugang ist, um mit Corona umzugehen. Und diese Frage darf ich jetzt gleich Robert Miesig weitergeben. Naja, ist es der richtige Umgang? Ich meine, es war ja auch ein Druck in der Bevölkerung. Es war ja dieses Bedürfnis, dass wir jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, unbeschwert auch miteinander umgehen. Und dann entstehen solche Bilder. Ja? Das ist ja völlig klar. Und natürlich ist es nicht ungefährlich. Ja? Also es sind sehr viele Menschen in einem Raum. Und es gibt natürlich gefährlichere Situationen. Also in den Clubs, die Party-Locations, wo man nochmal enger aneinander ist und vielleicht noch mehr interagiert und mehr redet vor allem, also wo dann halt quasi die Virusextraktion eine größere ist. Das sind alles Dinge, wo eigentlich immer klar war, dass es ein Grenzgang ist und gefährlich. Ja. Jetzt würde ich es auch noch nicht übertreiben. Ja. Wir sind bei, was haben wir, 392 heute, Neuinfektionen. Das ist jetzt noch immer ein sehr niedriger Wert. Ja. Also das heißt, auf Bundesländer runtergebrochen. Ich fahre jetzt dann ins Burgenland. Im Burgenland haben sich 6 Leute an diesem Tag positiv getestet und in vielen anderen Bundesländern ist es auch ähnlich niedrig. Ist sozusagen, die Frage ist eher, was kommt dann später? Also wie steil steigt die Kurve an? Aber das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen. Wir haben über 109 Infektionen. Naja, mehr als noch vor einer Woche. Ich will sie überhaupt nicht verniedlichen. Ich bin ja der Letzte, der das tun würde. Ja? Wenn wir sie anschauen. In Salzburg oder so, ja, zum Beispiel. Also es ist knapp unter 200. In Zell am See 195,6. Genau. Da wird mir Angst und Bange. Wird dir Angst und Bange. Ja, und wenn man sich dazu anschaut, welche 7-Tages-Inzidenzen wir schon in Kroatien oder in den Urlaubsgebieten und in Mallorca. In Mallorca haben wir 7 Tagesinzidenz von 400. Da ist wirklich schon wieder an der Kippe, wo man sagt, also diese Urlaubsgebiete werden irgendwann mal wieder abgeregelt oder welche Maßnahmen man sonst trifft. Ja? Und die Perspektive ist ja eher, was passiert im Herbst. Ja? Jetzt soll man es natürlich auch nochmal einen kleinen Klammerausdruck machen. Ja? Die Hospitalisierungen, die schweren Verläufe sind natürlich viel weniger als zu dem Zeitpunkt, wo du nicht so eine hohe Durchimpfungsrate hattest. Das ist schon klar, also da ist man jetzt sozusagen die Überforderung des Gesundheitssystems oder sehr viele Tote, da sind wir noch weit entfernt, aber man muss aufpassen, ja? Und die Frage ist eher, was kann man vernünftigerweise tun? Ja? Also zwischen nichts tun und Lockdown gibt es ja Graustufen, und welche Graustufen man da in den nächsten Wochen wählen wird, ja? Zum Beispiel solche Großveranstaltungen, wird es die noch geben? Wird man da neue Maßnahmen beschließen? Was wird in der Nachtgastronomie mit den Discos? Wird es wirklich gehen? Ich glaube eher, das wird auf die Dauer nicht gehen. Ja. Heimo, was sagst du? Nein, ich glaube, dass die Spitzenpolitiker in Bregenz sich nicht so nahe kommen wie die Jungen in den Clubs. Also das muss man natürlich etwas entspannter sehen. Und ich glaube, dass man einfach von diesem Inzidenzwahnsinn wegkommen muss. Also dann nur schaut, wie das Kaninchen auf die Schlange zu den Inzidenzen. Weil es hat sich mit den Impfungen einfach auch verändert, mit der Delta-Variante verändert. Wenn man sich anschaut, wie die Fälle natürlich gestiegen sind, Inzidenz steigt, aber die letzten Tage sind zum Beispiel die Hospitalisierungen gesunken. Die Anzahl der Intensivpatienten haben wir in Österreich Nummer 25 bei 3000 Corona-Intensivpatienten bei 3000 Intensivbetten, wenn die Zahl der Presse die Woche stimmt. Also da muss schon die Kirche im Dorf lassen. Es hat sich natürlich auch viel geändert mit den Impfungen. Und wenn man anschaut, die Beispiele, internationalen Beispiele zeigen auch, also Großbritannien hat über 500 Inzidenz, hat diesen Freedom Day, die haben alles aufgemacht, haben aber noch überhaupt kein Problem in den Krankenhäusern. Die Hospitalisierungen sind relativ niedrig. Es sagen die Experten wie Gerd Lehner, wir werden zwar die vierte Welle haben, aber sie wird unser Gesundheitssystem nicht an den Rand
des Zusammenbruchs bringen. Also deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit der Panikmache. Man muss natürlich vorsichtig sein und das beobachten, aber diese Panikmache ist, glaube ich, völlig übertrieben. Weil er sagt, wir müssen alles wieder zusperren, die Welle, wir werden alle sterben. Na, das haben wir beim letzten Mal nicht und diesmal wird es noch weniger, weil wir schon so viele Geimpfte haben und die Delta-Variante zwar viel ansteckender ist, aber offenbar ungefährlicher. Das muss man halt auch regeln. Und man wird diesen Inzidenzschwachsinn, entschuldige den Ausdruck, endlich einmal korrigieren müssen und vielleicht auch andere Basismaterial nehmen müssen, weil nur mal die Infektionen nichts mehr aussagen. Wir haben auch die gesetzlichen Grundlagen immer gehabt mit der Drohung des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems. Und da sind wir so weit entfernt, dass das einfach auch verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre, jetzt wieder Einschränkungen zu machen. Naja, also erstens mal sozusagen, du redest immer von Panikmache, redest in großer Panik, sagst du Panikmache, aber es macht ja niemand Panik. Es macht ja niemand Panik, sondern man sagt, es ist eine Situation, die sich wieder leicht verschärft, aber man muss es sich genau anschauen. Ja? Und man muss reagieren, weil man weiß, dass man reagieren muss. Aber wie genau, weiß man es jetzt noch nicht, weil ja eben auch niemand nur auf Inzidenzen staut, sondern man schaut ja auch auf schwere Verläufe, auf Hospitalisierungen, auf Mortalitätsraten. Ja? Also man schaut ja eh auf alle Faktoren und Indikatoren. Ja? Würde man nur auf die Inzidenzen schauen, würde man wahrscheinlich jetzt schon schärfer reagieren. Aber wenn man weiß, es kommt nicht auf die Inzidenz allein an, sondern auf das andere an, reagiert man eben noch nicht schärfer. Ganz kurz, Robert, nur Gegenbeispiel Deutschland. Deutschland hat immer noch diese 50er-Inzidenz mit dem Hochrisikogebiet vom Robert-Koch-Institut. Und dem folgen natürlich viele andere Länder. Das ist natürlich einfach überholt, das ist nicht mehr aktuell. Jetzt kann man sagen, wurscht, das ist sozusagen eines, was Deutschland macht, eine Detailgeschichte wird man immer finden. Deutschland ist aber zum Beispiel für Österreich im Tourismus kein Detail, weil unsere Urlauber kommen halt aus Deutschland. Auch bei uns werden wir Detailprobleme finden, die vielleicht übertrieben sind, weil man sozusagen vielleicht irgendwas noch nicht korrigiert hat, aber im Großen und Ganzen schaut man sich relativ gelassen an, wie sich die Zahlen entwickeln, um dann zu reagieren oder auch nicht zu reagieren. Und das werden wir tun. Die Frage ist halt, man hat noch immer ein paar Fragezeichen. Wir sind am Beginn dieser vierten Welle. Wir haben relativ hohe Ansteckungsraten verglichen mit vor drei Wochen, aber relativ niedrige noch verglichen mit einer richtigen Welle. Hospitalisierungen zeigen sich in der Regel erst mit einer gewissen Time-Lag. Es ist völlig klar, dass jetzt, wo vor allem die Jungen durchseucht werden, die Hospitalisierungen sicher niedriger sind als vor einem Jahr. Es ist völlig klar, aber wir wissen nicht, wo sie in drei Wochen liegen werden. Ja? Also sozusagen das Bevölkerungsexperiment, das die Briten gerade machen, ja, das würde ich eher nicht machen. Ja? Also da würde ich eher sagen, also da bin ich lieber ein bisschen zu sehr übervorsichtig, als wenn ich sozusagen eine ganze Generation lang Covid aussetze. Ja, die Grundgeschichte. Man muss sich es halt anschauen, weil es einfach die Politik mit ihren Signalen so indifferent ist. Man schaut, da sitzen sie in Bregenz, alle brav nebeneinander, die gesamte Haute-Volée der Republik, die uns immer gesagt haben, passt auf, haltet den Abstand. Kümmert euch, dann ist die in der Nachtgastronomie mittlerweile Nummer 2G. Mhm. Während aber zum Beispiel bei Zeltfesten gilt dann 3G. Ne? Das ist halt, wer soll denn das noch verstehen? Das ist ja nicht, Wien bleibt bei der Maskenpflicht, die anderen haben das abgeschafft. Das ist einfach dieser Wirrwarr. In Wien brauchst du die PCR-Tests, in anderen Bundesländern reichen die Selbsttests. Das ist einfach kein System mehr bei gleichen Zahlen. Ne? Das ist irgendwie Chaos bei Management bei Chaos bei dem Ganzen. Ne? Du weißt nicht, der Mückstein sagt das eine, der Kurz sagt das andere, die hauen sich den Kopf ein. Und aber es ist keine klare Linie erkennbar und auch keine Langfriststrategie, weil wenn es sehr spannendes Interview war vor 3 oder 4 Tagen vom Chefberater von Merkel, von Drosten, ne? Der Promi-Berater im deutschsprachigen Raum, der sagt, de facto ist die Pandemie wirklich auch für die Geimpften vorbei. Wir werden, wie bei Grippe, aber die wird bleiben, Corona. Und man wird haben, ich hoffe, ich zitiere das richtig, eine endemische Welle hast du. Mhm. Wie Grippe kommt jedes Jahr, fix wie das Amen im Gebet, wird aber relativ entspannt ablaufen wie bei Grippe. Wobei wir bei Grippe uns auch immer erinnern, da waren speziell in Wien die Gänge voll mit Betten und Leuten und ein Drittel der Leute waren krank, ein Viertel krank und wir haben trotzdem nichts zugesperrt. Nein, wir werden halt mit dem leben müssen, wir werden an das gewöhnen müssen und halt kein Dauer.
Dauer 3G-Regime aufrechterhalten können. Das glaube ich eh. Also ich glaube, abgesehen davon, dass wir es nicht wissen, also da reden wir ja über Glauben, glaube ich ohnehin, dass es so etwas wie eine Grundimmunität in der Bevölkerung plus sozusagen die Mutationen, die ansteckend, aber vielleicht auch weniger gefährlich sein werden, dass das bleiben wird. Und dass es dann so eine influenzaartige Geschichte sein wird. Das Problem ist nur, es gibt noch ein Fragezeichen und wir wissen es nicht genug. Wir wissen es nicht genau. Und das andere Problem, das ich schon sehe, ist, also neben vielen Problemen, du hast ja völlig recht, dass es ein undurchschaubares Wirrwarr ist, was sozusagen auch die Bereitschaft der Bevölkerung mitzumachen reduziert. Weil sozusagen, du musst da tausend Sachen merken und die sind auch in sich widersprüchlich. Verstehe schon alles, ja? Nur, was mir wirklich Sorge macht, ist, dass wir jetzt eigentlich mit der Impfquote langsam hängen bleiben. Ja, wir sind jetzt bei, was weiß ich, 57 zu 48, also erst Zweitstich. Und es wären schon massiv weniger pro Tag, die dazukommen. Ja. Und da muss man was tun, weil sonst haben wir das Problem endemisch im Herbst. Und da so. Dabei gibt es noch eine ganz spannende Zahl, weil mir das genau noch passt auf den Robert. In Graz hat die Medizinuniversität, da gibt es ja diese Aufnahmetests. Ne? Und da haben 2400 junge Maturanten, Österreicher, Deutsche, viele, diesen Aufnahmetest gemacht und die haben sich anschließend kostenlos impfen lassen können nach dem Aufnahmetest. Und von 2442 Testteilnehmern haben sich genau 37 danach mit Johnson & Johnson impfen lassen. Also 1,6% ungefähr. Ne? Also gut, da werden wahrscheinlich manche schon vorher geimpft. Da werden sicher einige schon, aber es werden sicher auch bei Deutschen etc. wird sicher die Hälfte nicht geimpft sein. Und wenn nur 37 Junge das wahrnehmen, dann haben wir, glaube ich, ein gröberes Problem, gerade in der Schicht, wo es jetzt hochgeht. Ja, sicher. Klar. Ein ganz großes Thema sind natürlich auch all jene, die dafür sorgen, dass die Neuinfektionen rapide ansteigen. Das sind zu einem Drittel die Reiseheimkehrer, aber auch sehr, sehr viele in der Nachtgastro. Wir haben es jetzt in Ländern wie zum Beispiel in Spanien oder auch in Italien schon gesehen oder auch Griechenland. Dort schließen Hotspots wie Mykonos bereits die Nachtlokale und sagen Schluss. Zwischen 22 und 6 Uhr geht keiner mehr raus, egal was er vorhat am Party. Es gibt bei uns keine Party mehr. Ist das vielleicht auch etwas, was wir in Österreich andenken sollten, statt 2G-Regel lieber zu sagen, wir machen die Nachtgastro wieder zu, wenn hier im Moment einer der größten Risikofaktoren ist für das, dass die Neuinfektionen steigen? Ja, du kannst ja nicht die Nachtgastro aufmachen und dann wieder zumachen. Das sind ja Unternehmer, die müssen ja irgendwie leben. Ne? Die haben jetzt die Leute, die haben eingekauft, die haben die Leute eingestellt, die haben sich auf das verlassen und dann sagst du, so tut leid, wir haben uns geirrt, wenn ihr pleite geht, ist halt ein bisschen blöd, wir haben uns halt nicht auskannt und haben voreilig reagiert. Das ist dann ein bisschen schwierig. Wenn man anschaut, zum Beispiel in Kärnten, die einzige letzte verbliebene Diskothek im Villacher Raum, der V-Club, der wird jetzt zusperren. Er hat gesagt, jetzt schon mit den Regelungen schafft er nur mal so und so viel Auslastung, dass er nicht mehr rentabel ist. Wenn es den wieder zusperrst, das kannst du mit Hilfen gar nicht mehr ausgleichen. Also du ruinierst die gesamte Branche mit dieser Flip-Flop-Politik. Ne? Vielleicht sollte der Herr Gesundheitsminister mit seinen Flip-Flops mal in Urlaub gehen und das einfach mal in Ruhe lassen, anstatt immer mit Verunsicherung, einmal so und einmal setzt sich Türkis durch, einmal setzt sich Grün durch, aber klare Linie ist keine erkennbar. Nein, das ist mir zu politisch gesprochen. Ich meine, sozusagen das Virus und dieses Infektionsgeschehen interessiert sich nicht, ob Grün oder Türkis. Ja? Das Infektionsgeschehen passiert und ist manchmal überraschend. Ja? Und es ist tatsächlich überraschend, sozusagen so, wie es überraschend war, dass es so schnell runtergegangen ist nach der dritten Welle. Also im Mai, im Juni ist es ja viel stärker und schneller gefallen, als wir angenommen haben. Umso überraschend stärker ist es jetzt, dass wir ein Problem kriegen, relativ früh. Ja? So, und wenn das so ist, wird man reagieren müssen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, die Nachtgastronomie ist das Problem, dann wird man natürlich die Nachtgastronomie, wenn es nicht aufrechterhaltbar ist, wird man sie wieder zusperren. Ich weiß es nicht, ob es so sein wird. Muss man halt dann wieder und vielleicht auch besser und zugespitzt, sozusagen fokussierter auf die Betroffenen Hilfen machen, dass die das überstehen aber können. Aber sind wir uns sicher, dass wir ein Problem haben? Also wenn die Experten, selbst die Berater der Regierung sagen, ohne Maßnahmen werden wir trotzdem mit Delta nicht an die Grenzen vom Gesundheitssystem kommen. Warum haben wir dann eine Notwendigkeit, was zu tun? Nein, ich habe jetzt grundsätzlich gesprochen. Es geht immer nur ums Gesundheitssystem. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Problem haben oder ob wir ein Problem in 3 Wochen haben. Aber wenn wir in 3 Wochen ein Problem haben, wird man darauf reagieren müssen, egal was man sich vor 2 Monaten ausgedacht hat. Da bin ich bei dir, aber pro
proaktiv erschießen ist halt schwierig. Ja, nee, da bin ich eh nicht dafür. Ja. Kommen wir zu den Reiseheimkehrern. Randy Wagner fordert heute PCR-Tests verpflichtend für alle. Ja oder nein? Gute Idee? Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut. Ja? Also ich bin auch unlängst nach Deutschland gefahren. Also wir sind ja ein Nicht-Risikoland. Deutschland ist ein Nicht-Risikoland, ist schon klar. Im Flugzeug gilt natürlich die 3G-Regel und fürs Hotel auch. Und in Wirklichkeit bin ich hingefahren. Am Flughafen hat mich keiner gefragt, im Flugzeug hat mich keiner gefragt, beim Aussteigen hat mich keiner gefragt, in der Schnellbahn hat mich keiner gefragt und im Hotel hat mich keiner gefragt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie meinen Impfstatus vorweisen musste, war bei der Wiedereinreise nach Österreich. Ja? Dass das nicht wahnsinnig gescheit ist, ist logisch. Ja? Dass man das besser machen muss, ist auch logisch. Und wenn Inzidenzien in bestimmten Ländern höher sind, dann soll man diese Tests machen. Der Punkt ist doch, es muss praktikabel sein. Ist es ein PCR-Test direkt bei der Einreise, wo man dann 15 Minuten Zeit hat? Ist es ein, Antigen-Schnelltest? Ist es ein PCR-Test, um den man sich dann kümmern muss? Es muss für die Menschen praktikabel sein, dann machen sie es ja eh. Ja, das Problem bei vielen, für viele Menschen ist es, dass es manche Sachen nicht praktikabel sind. Ja? In die Richtung muss man denken. Ja, ein Großteil der Menschen sind ja eh verantwortungsvoll und machen schon mit, wenn es nur für sie keine übertriebene Unbequemlichkeit ist. Ja? Also das heißt, du bist eher nicht dafür, dass es jetzt eine Zwangsverpflichtung zum PCR-Test bei der Einreise gibt? Nein, ich bin schon dafür, ehrlich gesagt. Wenn man aus einem Hochinzidenzgebiet wie Mallorca jetzt kommt, mit 400 7-Tage-Inzidenz oder bald 500, dann ist es sehr, sehr vernünftig, dass ein Land, das noch mehr auf der sicheren Seite ist, da die Leute, die da einreisen, kontrollieren oder dass man da Tests macht. Ob das jetzt ob einer gewissen Inzidenz nur gilt oder für alle, das muss man sich anschauen, das sollen die Experten beurteilen. Also ich halte das derzeit für ausreichend, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei Rückkehr aus Kroatien an der österreichischen Grenze sind der grüne Pass kontrolliert worden und beim Junior, der nicht geimpft ist, weil zu jung noch dafür, der aktuelle Test ist kontrolliert. Und das haben sie ziemlich genau gemacht, war auch überrascht. Also vor Hotel Kroatien, runter Slowenien, null natürlich, Ausreise Österreich, niente, nada, nichts. Aber man muss immer sehr vorsichtig sein bei den etwas Cassandra-Rufen der Frau Randy Wagner, weil ich habe noch im Ohr das berühmte Interview von ihr in der ZIP2, wo Doskozil geöffnet hat im Burgenland und sie dem Doskozil gerade gesagt hat, also er wird verantwortlich sein für alles, was passiert. War er auch, weil es ist nichts passiert. Es hat völlig, völlig funktioniert. Also da ist die Frau Randy Wagner, glaube ich, manchmal, sagen wir so, höflich formuliert, ein wenig zu ängstlich, andere würden hysterisch sagen. Also ich finde, bis zum letzten Satz habe ich jetzt gelacht, weil ich mir gedacht habe, ja, der Heim nutzt halt die Gelegenheit, da wieder sozusagen Parteipolitik und ein paar Schritte zu machen für die FPÖ. Aber beim Wort hysterisch hört es auf. Ja? Also sozusagen frauenfeindliche Äußerungen. Ja, jede Frau, die sozusagen irgendwas sagt, was da nicht passt, ja, ist gleich hysterisch. Ja. Also da hören wir mal bitte schön auf. Ja. Also so reden wir bitte nicht. Also das kann man bei Männern genauso sagen, hysterisch. Ja, aber du sagst, also das bei Männern also heute ich nicht hätte sagen. Jetzt ja. nicht, also sozusagen der hysterische Kickel, der überall auf dem Podium drum schreit und schreit Israel, das ist hysterisch. Mein lieber Robert, ja, ein Mann kann ja genauso hysterisch sein. Ich hätte den Ausdruck hysterisch nicht wie du nur Frauen zugeordnet. Ich hätte das jetzt geschlechtsübergreifend gesehen. Aber wenn du das eher bei Frauen dann nur so siehst, dann ist das... Ich stelle fest, dass es bei Männern relativ häufig ist, dass man Frauen, deren Meinung man nicht teilt, es ist hysterisch, übertrieben, als Gurken oder sonst irgendwas darstellt. Also das damit wäre meine... Darf ich die Frage vielleicht anders formulieren? Robert, glaubst du, dass Randy Wagner überreagiert? Ich weiß jetzt auch nicht das genaue Detail. Ja, ich halte es nicht für eine Überreaktion, dass, wenn man in Österreich einreist, den Test macht, genauso wie dein, oder den Test vorweisen muss, so wie du das geschildert hast, dass dein Sohn das vorweisen musste. Ja? Ob das jetzt PCR oder ob auch Antigen-Schnelltest reicht bei der Delta-Variante, wo der nicht so gut anschlägt und mit allen Zeitverzögerungen, das sind alles Detailfragen, die Experten beantworten müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass unter den Bedingungen der Delta-Variante, die der Antigen-Test nicht so gut herzeigt, ja, oder sozusagen deutlich macht, dass da ein Umstieg womöglich, wo es möglich ist, auf PCR sinnvoll ist. Ja, das ist ja auch der Sinn der Wiener Variante, was der Wiener Bürgermeister gemacht hat,
bis jetzt, um die Nachtgastronomie zu retten, wissen wir nicht, ob es reicht, ja, dass man da vom Antigen-Schnelltest auf PCR-Tests umgestellt hat, weil die halt einfach genauer sind. Ja. Also dafür spricht schon einiges. Ja. Urteil tue ich mir da jetzt keines anmaßen, ob es ohne A ginge oder nicht. Ja. Ja, was da natürlich auch ein großes Problem ist, ist, dass natürlich so viele Tests mittlerweile einfach gefälscht werden. Also sowohl beim Grenzübertritt wie in der, bei der Jugend in der Nachgastronomie, da ist sicherlich mindestens ein Viertel der Tests, die vorgewiesen waren, sind mittlerweile gefälscht. Also beim Grenz, also weiß ich es nur von einigen, die damit locker durchkommen sind. Ja. Bei der Nachgastronomie, die Jungen machen das serienweise, die, das ist im Internet von 3 Minuten und haben am Abend ihren Test für den aktuellen Test für die Disco. Ne? Aber das ist, muss halt jedem klar sein, dass sozusagen man kann das schon machen. Ja. Ich bin ja jetzt sozusagen nicht der Law and Order Herr, das ist ein riesengroßes Verbrechen. Ja, wir haben auch unsere Altersschutzausweise damals gefälscht. Ich verstehe jeden 16-Jährigen, der das macht, aber man soll ja natürlich auch dazu sagen, dass jeder, der in Summe, nicht jeder Einzelne, aber das Handeln der Einzelnen summiert sich ja zum Handeln von vielen. Und wenn das viele tun, dann ist man halt dafür verantwortlich, dass die Nachtgastronomie wieder zugeht. Apropos Verantwortung, man stellt sich natürlich schon die Frage, allein die Diskussion zwischen euch beiden hier zum Thema PCR-Tests bei der Einreise, ja oder nein, zeigt schon, wie es auch bei vielen zu Hause ist. Oder wenn man sich das Programm von OE24TV in den letzten Tagen anschaut, immer wieder haben wir darüber diskutiert, mit Politinsidern, mit Experten. Und eigentlich fragt man sich schlussendlich, sollte nicht in erster Linie der Gesundheitsminister darüber nachdenken und rasch eine schnelle Lösung dafür finden, denn je mehr die Bevölkerung darüber diskutiert, umso unsicherer wird ja auch die Bevölkerung. Muss Mückstein schneller handeln? Die Frage, ob er da jetzt handeln muss, weil es ist ja eine Frage Entscheidungen treffen, Sicherheit geben. Wobei, wie der Robert gesagt hat, was in 3 Wochen ist, kann wirklich keiner noch sagen. Und natürlich, wenn du jetzt an der österreichischen Grenze PCR-Test machst, ne? Wenn du jeden Österreicher, der über die Grenze will, in Urlaubszeit einen PCR-Test machen lässt, geht der Stau vom Spielfeld bis nach Zagreb. Also, das ist einfach, also du das bist ist zufrieden, nicht, wie Mückstein reagiert? Ich bin mit Mückstein überhaupt nicht zufrieden. Also das ist meiner Meinung nach überhaupt keine Linie, weil auch die Koalition keine Linie hat, weil es einfach zu unterschiedliche Meinungen gibt zwischen der ÖVP, die sich immer noch der Mehrheitsmeinung richtet, und dem Mückstein, der da, muss man ja auch sagen, da die Punkt-Punkt-Karte hat, weil er in der Verantwortung steht. Ne? Der muss ja umsetzen. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Aber Mückstein hat nach Anschober eigentlich immer kritisiert. Also ich habe mir gedacht, es kommt doch was Besseres nach. Mittlerweile anschobert er schon ziemlich. Was aber natürlich, muss man in Schutz nehmen, in dieser Geschichte auch sehr stark am Koalitionspartner liegt, der halt da sich je nach politischem Wind und Bevölkerungswind richtet. Nein, ich sehe das überhaupt nicht so. Sozusagen, jetzt mal ganz grundsätzlich sehe ich das nicht so, weil der Gesundheitsminister muss dann handeln, wenn er der Meinung ist, es muss gehandelt werden, erstens. Und zweitens, da er ja kein Diktator ist, so ist ja unser System nicht, muss er natürlich die verschiedensten Stakeholder auch ins Boot holen. Das wird notwendigerweise dazu führen, dass es eine Zeit lang dauert. Und es wird notwendigerweise auch dazu führen, dass andere sagen, es muss schneller reagiert werden, andere sagen, es muss früher später reagiert werden, dass du eine Diskussion rundherum hast und dass das dann dazu auch führt, dass die Bevölkerung diskutiert, wirst du nie verhindern können, was immer du tust. Ja? Wenn er schnell reagiert, wird die Bevölkerung darüber diskutieren, dass er zu übertrieben schnell reagiert hat und dass das doch alles übertrieben ist. Ja? Reagiert er später, werden manche sagen, es braucht das und das. Das Problem, was ich eher sehe, ist, und das ist ein systemisches Problem, ich glaube, dafür gibt es keine Lösung, ja? Ist, dass wir einen gewissen Wildwuchs an Regeln schon haben, ja? Dass die Regeln sich immer wieder geändert haben, dafür gibt es einen Grund, weil sie die Umstände geändert haben, dass die Regeln regional unterschiedlich sind, dafür gibt es auch einen Grund, der heißt Föderalismus, den wir an manchen Stellen für richtig halten, an manchen ist er halt auch ein bisschen verrückt. Und das führt in Summe dazu, dass viele Leute so das Gefühl haben, das ist alles nur mehr sozusagen quasi Ärgernis. Ja? Das macht man dann, um uns zu ärgern. Ich kenne mich nicht mehr aus, aber die sind alle Trotteln. Ja? Und können, die Menschen können das mit Argumenten unterlegen, die ja nicht falsch sind. Ja? Sie können dann sagen, das passiert und dann vorgestern hat man es jetzt gesagt und heute hast es wieder so und wenn ich zu dir komme ins Gasthaus, darf ich mich Schnelltest machen, wenn ich dann auf Nacht noch in die Nachtgastro will, dann brauche ich einen PCR-Test. An den PCR-Test muss ich vorher denken, da muss ich schon einen Tag vorher wissen, ob ich nachher in die Nachtgastro gehen will. Dass das die Menschen ärgert, verunsichert und das Gefühl gibt, wir werden papiert, ist verständlich, aber ich sehe nicht ganz, wie sich es lösen lässt. Ja? Und vor allem sehe ich nicht, dass da irgendwer dran schuld ist, der irgendwas
grandios falsch macht. Das ist das Problem. Wir kommen gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Werbepause diskutieren wir weiter, nämlich über die Zusammenarbeit in der Koalition. Für Heimo Lepuschitz funktioniert die nicht ganz so gut im Punkto Corona-Management. Für Robert Miesig gibt es ein anderes Thema, wohin die Zusammenarbeit in der Koalition oder die eben Nicht-Zusammenarbeit in der Koalition viel mehr aufregt. Bis gleich. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Wenn die verheerenden Unwetter letzte Woche, die zu schweren Schäden geführt haben, zu irgendetwas gut waren, dann wohl nur zu dem, dass endlich, und da kann man wirklich sagen, endlich das Klimabewusstsein auch in der Bevölkerung stark verankert ist. Und jeder erkennt, dass es Zeit ist, etwas zu tun, bevor uns im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel auf den Kopf fällt. Dass Klimapolitik nicht immer das Lieblingsthema der ÖVP war, zeigt sich auch in diesen Tagen. Es kommt mehr und mehr zu Koalitionsstreitigkeiten. Manchmal noch ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber immer offensichtlicher zwischen den Grünen und der ÖVP. Robert Miesig, wie analysierst du das aktuell? Analysieren tue ich das aktuell, dass sie halt streiten, und das tun sie eh immer. Die Frage ist ja eher, was ist denn richtig in dieser Frage? Ja, und da sehen wir doch, dass wir in einer Situation sind, wo wir einerseits diese Wetterkapriolen haben, lange, lange Hitzewellen. Sozusagen, ich bin heute durchs Burgenland gefahren gestern, das ist total ausgetrocknet. Ja. Also das sind Steppen, da zahlen ja auch unsere Bauern einen Preis dafür. Und wir alle auch in den Städten, die sozusagen, da sich der Asphalt insbesondere sozusagen die Leute eng in Mietskasernen oder Zinshäusern oder im Gemeindebau wohnen, das heizt sehr richtig hoch. Das ist ja in 10 Jahren nicht mehr zu überleben. Und das sind diese Kapriolen. Also die einen sind gefährdet durch die Hitze, die anderen sind gefährdet durchs Hochwasser, durch die sehr schnellen Niederschläge. Hochwasser hat es immer gegeben, aber diese schnellen Niederschläge, wo es innerhalb von einer Stunde... bedingt die Hitze. In einer Stunde so viel regnet wie in einem ganzen Monat sonst nicht. Das sind halt sozusagen die klimabedingten Hitze sozusagen folgen. So, und da muss man was tun, und zwar zwei Dinge. Einerseits schauen, und das ist wir eh schon extrem spät, dass man das nur irgendwie kontrolliert in den Griff kriegt dafür. Das sind die globalen Wünsche gewissermaßen, das Pariser Klimaabkommen, dass man nur 1,5 Grad Steigerung der Welttemperatur haben oder im schlimmsten Fall nur 2,5, aber nicht mehr. Ja? Und das andere ist, dass man bei uns in den Städten oder am Land sich auf dieses Wetter ja einstellen muss. Ja? Und da muss man halt einfach viele Dinge tun. Und wenn dann der Bundeskanzler kommt und sagt, er ist gegen Klimaschutz, weil das ist ein Rückfall in die Steinzeit, ja? Das werden wir alles mit technologischen Erneuerungen, die es noch nicht gibt. Ja? Dubai gibt schon Regen auf Knopfdruck. Ja, aber gut, aber er meint ja, dass man sozusagen, dass die Autobusse und die Autos mit Wasserstoff fahren. Ja, bin ich sehr dafür, aber das wird nicht in den nächsten 15 Jahren passieren. Ja? Und vor allem, du brauchst natürlich in diesen Hitzeinseln Städte dann auch Kühlungsinseln, so diese grünen Oasen, die es runterkühlen. Ja? Und das regt mir am meisten auf, dass der Bundeskanzler dann sagt, gewissermaßen, wir dürfen nicht zurück ins letzte Jahrhundert. So als wäre eine Möglichkeit, dass wir nichts ändern. Aber wenn wir nichts ändern, ändert sich ja sowieso immer was. Erstmal das Klima ändert sich, ja. Aber auch wenn man nichts ändert, man braucht sich nur daran erinnern, im Jahr 1970, ja, waren in Wien 300.000 Autos angemeldet. Ja. Jetzt, circa 50 Jahre später, sind 720 oder 760.000 Autos angemeldet. Das hat sich ja geändert. Und jeder weiß, der in der Stadt wohnt, wenn statt 300.000 Autos 780.000 herumfahren, ja, dann brauchst du halt mehr Platz dafür. Ja. Und dann gibt es mehr Konkurrenz um den Platz. Also tut man gut daran, die Öffis auszubauen, tut man gut daran, das auch da wieder für die Bevölkerung so bequem wie möglich zu machen, dass es für sie möglich ist, umzusteigen. Ja? Weil sozusagen diese Steigerungslinie ist schon aus Platzgründen nicht fortsetzbar und aus ökologischen schon gar nicht. Das wird dich jetzt überraschen. Alles, was du jetzt gesagt hast, unterschreibe ich bis jetzt. Dass man mit Technik oder mit Neubau das lösen soll, halte ich für völlig vernünftig. Ich habe mir nämlich heute selber gedacht, weil ich habe im neuen Bahnhofsviertel gerade vorher einen Termin gehabt und bin zu Fuß hinspaziert vom Hauptbahnhof, weil ich es noch nicht gesehen habe. Da ist nichts grün. Da ist eine einzige Betonwüste, das ist eine Sauna. Draußen hat es jetzt 25 Grad, dort hat es 40. Ne? Wie man städteplanerisch das heute noch
noch so bauen kann, ist völlig absurd. Da greift man sich am Schädel. Ja. Das sage auch ich. Wo wir sicher Differenzen haben, ist, ich bin nicht der Meinung, dass man mit österreichischen Steuererhöhungen das auf Energie und Massensteuererhöhungen das Klima retten wird. Ich glaube, das wird sich im Weltklima nicht auswirken, dass man, wenn man jetzt wie Türkis-Grün das gemacht hat, zum Beispiel ein ganz normaler kleiner Kastenwagen für einen Unternehmer mit der Nova-Erhöhung statt 29.000 Euro künftig 42.000 Euro kostet, das wird das Klima nicht retten, aber den Unternehmer in der Corona-Krise wahrscheinlich massiv treffen, wenn nicht sogar das unleistbar machen. Die Leute fahren mit den alten Dreckschleudern weiter, anstatt sich einen neuen, modernes Auto leisten zu können. Oder wenn man Ökostromabgabe, wenn man den Strom verteuert, das trifft die Armen. Wenn man den Sprit verteuert, Dieselprivileg wird fallen, Mösterhöhung wird kommen, trifft man die Armen. Weil jemand, der gut verdient, dem ist das wurscht, ob er 100 Euro für einen Tank zahlt oder 70 Euro. Aber es trifft ja die Armen. Das ist ja sozial dann unausgewogen. Oder wenn man die CO2-Steuer massiv raufhaut, was ja auch in der Planung und in der Überlegung ist, warum die Föst nach China abwandert, hat keiner was davon, weil in China wird umweltfeindlicher produziert. Bei uns fehlen aber dann die Arbeitsplätze, die Steuerleistungen und die Wertschöpfung im Land. Also man muss dann auch versuchen, ein bisschen globaler zu denken, mit Technik das zu lösen, mit besseren Filtern, mit moderneren Energien. Dass man nachhaltig umstellt, dass Österreich schaut oder Europa schaut, dass man unabhängig wird, bin ich der Erste, der dafür ist, weil sich bei fossilen Kraftstoffen von den Scheichs abhängig zu machen, halte ich auch globaltechnisch, machttechnisch für dämlich von der Union, sondern man muss schauen, dass man unabhängig ist. Aber wenn zum Beispiel dann wieder als grüne Energie im Green Plan der Union die Atomkraft gefördert wird, als grüne Energie, dann ist das natürlich aus österreichischer Sicht völlig absurd. Und wenn die Grünen sagen, 2030 aus für die Verbrenner, na, dann schaue ich mal an, mit welchem Stromnetz, wir sind ja jetzt österreichweit schon ständig zweimal im Jahr vom Blackout, weil das Netz nicht ausgebaut ist. Gleichzeitig verhindern die Grünen aber den Netzausbau. Mehr Strom, viel mehr Abnehmer, aber das Netz bleibt gleich, das jetzt schon überlastet worden ist. Wo sind die Ladestationen? Wenn man, wie ich, ein Familienhaus hat, dann kann man sich das gern mit eigenem Parkplatz eine Wallbox auftun. Aber wenn du in Wien in einem großen Gemeindebau bist, wo willst du dein Auto laden? Diese Fragen und diese Antworten fehlen mir. Oder das große Beispiel, was ich das letzte Mal gehört habe, ich habe sehr schmunzeln müssen, die Frau Gewessler hat die ASFINAG angewiesen, ÖBB, alles auf Elektroautos umzustellen, den Fuhrpark. Klingt großartig, klitzekleines Problem. Es gibt zum Beispiel keinen E-Schneepflug oder einen E-Streuwagen. Die können nicht umstellen, weil es gibt es einfach nicht. Der Elektro-Schneepflug ist noch 20 Kilometer leer. Das ist einfach nicht praktikabel. Ich glaube, es war jetzt nicht der Schneepflug gemeint. Also ich meine, wir brauchen über jeden Quatsch. Die Dienstanweisung ist, ich versuche nur zu sagen, das ist völlig praxisfern. Das sind schöne Überschriften, aber es funktioniert in der Praxis nicht. Und mit Massensteuererhöhungen den Armen die Mobilität zu nehmen und sie zusätzlich zu belasten, wird das Weltklima nicht retten, aber in Österreich ein soziales Ungleichgewicht verstärken, das jetzt schon mit der Corona-Krise immer stärker ist. Davor warne ich, dass man vernünftige Sachen macht, städtebaulich, dass man schaut, dass man umrüstet. Aber zum Beispiel beim Umrüsten, ich höre gleich auf, Umrüsten mit den 600.000 Ölheizungen, die es noch in Österreich gibt, klingt total super. Aber wenn man dann zum Beispiel sich anschaut, Pellets, erneuerbare Energien, die gefeiert werden, die sind Feinstaubschleudern. Die sind ja die viel größeren Feinstaubschleudern wie jede Ölheizung. Das sind einfach so Sachen, wo man sagt A, aber denkt nicht B, C, D durch. Und das finde ich einfach nur dämlich und ist abzulehnen. Ja gut, aber ich meine, erstens mal sozusagen, die Schneepflüge waren wahrscheinlich nicht bedacht. Alle, ja? Also sozusagen das... Ja, nicht bedacht, ist das richtig, ne? Ist klar, dass damit sozusagen die Infrastruktur immer mit den Beschäftigten herumfahren und den Manager von A nach B und zu ihren Termine und dass da nicht die Schneepflüge gemeint sind. Ja, und das ist ja auch generell so. Wir müssen uns großflächig umstellen, was unsere Mobilität betrifft, am besten Richtung öffentlicher Verkehr, dort wo es nicht geht, halt sozusagen auf Elektroautos, aber davon auch weniger. Wir müssen weniger Verkehr produzieren. Da kann man ja auch intelligente Lösungen finden, ohne dass die Menschen aufs Auto verzichten müssen, dann, wenn sie es brauchen. Ja. Also ich verstehe ja gar nicht, warum man in den großen Städten nicht so ein billiges und gutes Carsharing-Angebot macht, dass es für die Menschen nicht nur bequem, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Ja? Ich habe kein eigenes Auto. Ja? Ich kann mir circa vorstellen, was es kosten würde, wenn ich ein eigenes Auto hätte. 4.000 bis 5.000 Euro im Jahr.
mit Anschaffungskosten, Steuern, pipapo, alles. Optimist. Da. Ja, was weiß ich. Ja? Ist ja wurscht. Aber nehmen wir diesen Begriff, nehmen wir diese Zahl 5.000 Euro. Ja? Wenn ich jetzt zwei oder dreimal in der Woche, dann, wenn ich es unbedingt brauche, ein Carsharing-Auto in Anspruch nehme, dann kostet mir das übrigens im Jahr circa genauso viel. Ja? Warum ist das nicht deutlich billiger, sodass es für die Menschen ein Anreiz ist. Und das kann man ja auch öffentlich subventionieren, also da diesen Anreiz auch produzieren. Insofern bin ich auch nicht ganz bei dir, was die Frage betrifft, der Umsteuerung durch Steuern. Ja? Natürlich spricht an vielen Stellen, das tun wir auch in vielen anderen Bereichen, dass wir Steuern so strukturieren, dass wir ein bestimmtes Verhalten, das sozusagen gesellschaftlich nützlich ist, damit auch begünstigen. Ja? Das tut man an vielen Stellen. Ja? Man kann sich was abschreiben und so weiter, wenn man was tut, was die Gesellschaft findet, dass das förderungswürdig ist und so weiter und so fort. Warum soll man das in dem Bereich nicht auch tun? Womit du recht hast, ist, dass nicht sozusagen die Armen oder die Unterprivilegierten oder die mit niedrigen Einkommen dann einen für sie überproportional großen Preis dafür bezahlen, während die Reichen zwar auch den gleichen Preis zahlen, aber denen ist es wurscht, bei dir eh nur. Ja? So, dann kann man, auch da gibt es international viele Beispiele, wie man sozusagen eine solche Steuer zurücküberweist de facto an die Bevölkerung, aber diejenigen, die am wenigsten fahren, und das sind immer noch die Unterprivilegierten, die sozusagen schauen müssen und rechnen müssen, mehr davon bekommen. Ja? Dann, und das bekommen sie unabhängig davon, ob sie mit dem Auto dann fahren. Das heißt, wenn du dann in die Öffis reinsteckst, hast du wirklich eine Ersparnis und dann hast du gewissermaßen Geld gewonnen. Das ist eine Umverteilung von oben nach unten. Das kannst du machen. Ist nichts, spricht nichts dagegen. Ich sage nur, und da stimme ich dazu, damit wirst du das Problem nicht in den Griff bekommen. Ja? Das Problem kriegst du dann in den Griff, wenn du Regeln einführst, wenn du Infrastrukturmaßnahmen machst, wenn du sagst, das ist erlaubt, das ist verboten. Wir haben das vor 20 Jahren mit den FCKWs gemacht. Ja? Ja? Sozusagen das Ozonloch-Dings. Dann hat man beschlossen, von einem Tag auf den anderen, oder fast von einem Tag auf den anderen, ja, diese Spraydosen gibt es nicht mehr. Ja? Es hat nicht mal eine gut funktionierenden Ersatz dafür gegeben. Ja? Und natürlich geht das. Ja? Und vor 40 Jahren oder 50 Jahren, wie man beschlossen hat, oder 60 Jahren, dass kein Gift mehr in die Flüsse geleitet werden darf, hat man es auch verboten. Man hat nicht gesagt, du musst eine Steuer zahlen für das Gift. Ja? Und der sozusagen wenig in den Fluss leitet, muss weniger Steuern zahlen. Man hat es einfach verboten und gesagt, das geht ab jetzt nicht mehr. Und dann ist es trotzdem funktioniert. Ja? Dann werden ja die technologischen Lösungen gefunden. Ja? Und da habe ich überhaupt keine Sorge, dass das innerhalb von 10 Jahren ginge. Auch das mit dem, was du schilderst, mit den E-Ladestationen. Ja, wisst ihr, wo ich in 10 Jahren genügend E-Ladestationen bauen können? Wenn du das nicht kannst, dann können wir es eh gleich bleiben. Wenn jetzt noch keinen Infrastrukturplan hat. Aber ich bin ja im Film bei dir, was du sagst. Also das ist ja auch durchaus vernünftig und dem kann man sich ja absolut anschließen. Ich befürchte nur, das wird dann halt so ablaufen, wie sich die Grünen in der Regierung selber gerichtet haben. Also zur Erklärung für die Zuschauer, die Regierung beschafft gemeinsam die Dienstwagen. Das sind Luxus-Dieselautos, die da sind, ne, und die Grünen haben mittlerweile das so gemacht, die Luxus-Dieselautos gibt es noch immer, aber sie haben sich gleichzeitig noch Luxus-Elektro-Audis angeschafft, die sechsstellige Summe kosten und dann die doppelte Belastung haben. Also das kann keine Umweltbilanz sein, weil ein Elektroauto muss genauso produziert werden, wenn das andere da ist. Also das, glaube ich, ist in einer Energiebilanz weitaus schlechter, als wenn man mit dem bestehenden gefahren, wenn bis hin ist. Ja, das ist erstens mal, ist das jetzt auch wieder parteipolitische Polemik? Weil aber es ist ein Fakt. Nicht jeder Fakt ist Polemik. Wahnsinnig relevant ist, womit die Regierenden fahren. Ja? Das ist in der Klimabilanz nicht wahnsinnig relevant. Das aber muss man sich mal leisten können. In einem hast du völlig recht. Und das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Oder da soll man auch ehrlich sein. Ja? Du kannst nicht sagen, wir werden den gleichen Autoverkehr, wie wir ihn bisher hatten, in der Menge, jetzt mit Elektroautos haben in eineinhalb Jahrzehnten und damit haben wir das Klimaproblem gelöst. Na sicher nicht, ja, weil damit haben wir erst recht, natürlich haben wir dann eine Energiebilanz, die nicht sehr viel besser oder die zumindest nicht so gut ist, wie wir sie brauchen. Darf ich da nur ganz kurz noch rein, weil es ja eigentlich nur die Elektroautos trifft, weil Elektro-LKWs gibt es ja auch noch nicht, die für Mittelstrecken oder Langstrecken tauglich sind, das sind nur im Kurzverkehr. Das heißt, ein LKW verbraucht ja so viel Schadstoffe und so viel Belastung, belastet da die Straßen so viel wie 60.000 Pkw, ne? Also in der Straßenbelastung. Also wir treffen dann die Clan, der mit seinem Opel Corsa Diesel 4 Liter braucht, ne? Aber der LKW düst weiter. Das halte ich für schwachsinnig. Ja, klar. Man kann ja sozusagen, wenn wir so anfangen, dann hat man das und das und das. Natürlich wissen wir auch, dass wir irgendwie an der Stellschraube der
des Güterverkehrs drehen müssen, muss alles dreimal um die Welt geschickt werden, ja, in Deutschland produziert, in Marokko verpackt, in Russland verkauft oder so irgendwas, oder kann man das lokalisieren, ja? Kann man davon einiges auf die Schiene bringen und nur die letzten Meter mit dem Elektro-LKW, dass das alles immense Probleme sind, die man erst lösen muss, ist eh völlig klar. Da gibt es ja das gute Beispiel vom neuen Tesla, der kommt, der hätte ja in Deutschland produziert werden sollen, dann haben die grünen Bürgerinitiativen die Tesla-Elektrofabrik blockiert im Bau noch immer mit Umweltverträglichkeit, weil da Bäume sind, also katastrophal, weil gibt ja nicht genug. Und das wird jetzt, die Umweltlösung nach der blockierten Firma ist, wir haben keine Arbeitsplätze und der Tesla wird in China produziert und mit dem Schiff, ohne unbesteuert, aus Shanghai dann nach Europa angeliefert. Und dann fahren dann alle Bobos glücklich und zufrieden mit ihrem umweltfreundlichen Tesla. Ja, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Dass da die Umweltbilanz nicht optimal ist, glaube ich eher. Aber natürlich, du musst in so eine Richtung Schritt für Schritt gehen. Aber gleichzeitig dürfen wir uns nicht einbilden, dass weiter 700.000 Autos in Wien herumfahren können. Du musst schauen, dass du das runterkriegst. Du musst schauen, dass du nicht mehr Straßen baust, sondern eher Teile der Straßen, die du jetzt hast, so wie du es geschildert hast, im Sonnenwendviertel und anderen dieser Vierteln, auch in der Seestadt, da musst du eigentlich sozusagen eher Straßen aufreißen und grün. Aber die Seestadt hat ja nicht einmal eine richtige Zufahrt. Die Stadtstraße ist so wichtig, genauso wie der Lobautun. Ja, kommt drauf an, sozusagen, das ist eine komplizierte Geschichte. Ja? Aber natürlich kann die Antwort nicht sein, überall dort, wo ich neue Leute hinsetze, und das sind dann viele, brauche ich unbedingt neue Straßen. Das Erste muss sein, ich brauche eine super Anbindung ans öffentliche Verkehrssystem. Ich brauche für diejenigen, die jetzt schon ein Problem haben, eine super Anbindung möglicherweise an Park and Ride, ja, wenn sie sozusagen so verstreut wohnen, dass der öffentliche Verkehr nicht hinkommen wird. Ja. Also all das muss man machen. Aber was wir vor allem brauchen, ist Grün in der Stadt, Bäume, Wald am Gürtel, weil sonst wird es dort so heiß, da kann keiner mehr. Ja, bin ich auch bei dir, aber mit mehr Öffis wirst du auf der Tangente den Schwerverkehr kaum entlasten können. Ne? Das ist aber, da brauchst du den Lobautunnel und die Spange halt. Warum? Natürlich, warum? Weil auch ist, ich meine ja nicht, dass sozusagen jeder auf die Öffis. Der Ost-LKW wird kaum U-Bahn fahren. Nein, aber sozusagen, wenn ein Teil derjenigen, die jetzt sozusagen in dieser Blechlawine ihre Freizeit verbringen, soll man ja nicht ganz vergessen, das ist ja nichts, was an irgendjemand als sie nur wünscht. Ja? Im Stau stehe auf der Tangente am Heimweg. Ja? Wenn ein Teil dieser Leute, die jetzt sozusagen ihre Freizeit im Stau verbringen, einen guten Anreiz haben und eine bequeme Möglichkeit, auf die Öffis umzusteigen, hast zwei Dinge mit einer Zwischenstelle. Erstens weniger Verkehr auf der Tangente und zweitens zufriedenere Leute in den öffentlichen Verkehr. Bin ich voll bei dir, wenn die Stadtregierung einmal die Stadtrandgebiete entdecken würde bei den Öffis, wäre das ja fast wie die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Ich glaube, das kann man als nettes letztes Wort im Raum stehen lassen. Es muss nicht jeder 100% d'accord sein, aber wir lassen es mal so stehen. Wir steigen jetzt auch um und zwar auf einen anderen Programmpunkt. Wir bleiben zwar beim Format Fellner Live, begrüßen jetzt aber gleich jene Rechtsanwältin, die einen der jungen Afghanen vertritt, die des Mordes an Leonie beschuldigt werden. Wie seine Verteidigungsstrategie aussieht, das wird sie uns erklären. Außerdem erklärt sie uns auch, was eine Altersdiagnose ergeben hat, dass der ursprünglich als 16-Jähriger bekanntgegebene jetzt plötzlich 18 Jahre alt ist und welche Folgen das für ihn im Strafverfahren haben wird. Das alles klären wir gleich auf. Nach einer kurzen Werbepause sind wir dann mit Tina Mende da. Und ich darf mich an dieser Stelle nochmal von Robert Miesig und Heimo Leppuschitz herzlich bedanken. Bei Ihnen sage ich noch nichts, weil wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Werbepause.